Willkommen zurück, willkommen wieder beim Hexer, willkommen bei Geralt. Ich habe mich jetzt entschieden, wir werden jetzt mal ganz schnell die Tochter des Barons suchen. Dazu werde ich jetzt nach Ochsenfurt reisen, per Schnellfunktion. Ich habe da keine Lust, 2000 Schritte hinzutapern, deshalb jetzt die Schnellreise nach Ochsenfurt. Ey, da, Krähenfels. Aber das ist das eine. Wo ist denn Ochsenfurt? Da. Hinten ist Ochsenfurt. Okay. Nehmen wir doch den Grabhügel oder den Galgenhügel. Von da aus geht es dann hoffentlich noch ein bisschen schneller. Wir wollen hier ja auch nicht zu lange durch die Gegend tappern. So, jetzt noch das Hottehü. Wo ist mein Hottehü? Na toll. Gucken wir uns mal den Weg an. Der ist offensichtlich lang. Okay. Also, ab durch den Weg durch die Wälder. Los geht's. So, wo muss ich jetzt lang? Norden? Norden? Nach Osten. Okay. Also ab nach Osten. Ich mache jetzt einfach mal einen Cut und wir sehen uns gleich in Ochsenfurt. Und da sind wir auch schon in Ochsenfurt. Endlich da, wo wir hinwollen. Lass mich in Ruhe. Jetzt hoffen wir natürlich, dass wir hier irgendwie durchkommen. Wenn ihr noch was mitnehmen? Ja, sieht so sogar so aus. Ich habe mir jetzt angewöhnt, alles mitzunehmen, was hier irgendwie rumsteht. Das, meine Vorsicht vorher war wahrscheinlich ein wenig unbegründet. Denn ich glaube nämlich, dass wir irgendwie alles nochmal brauchen werden, was hier so rumsteht. So früher oder später. Kein Durchgang! Was? Warum nicht? Halt! Kein Durchgang! Ist in der Stadt die Pest ausgebrochen oder was? Pest? Nein! Wir dürfen niemanden in die Stadt lassen. Befehl ist Befehl. Nur mit Passierschein. Um welchen Passierschein geht es denn? Oder wer hat den Zugang überhaupt beschränkt? Wer hat angeordnet, die Stadttore zu schließen? Angeblich der König selbst. Der will nicht, dass ihm die schöne Stadt von Bettlern und Flüchtlingen vollgepisst wird. Und wenn man die Leute einfach reinlässt, besteht die Gefahr, dass auch Spione kommen. So ist es schwieriger für sie. Also, kein Passierschein, kein Durchgang. Um was für ein Passierschein geht's denn? Von welcher Art Passierschein reden wir? Von ganz normalen Transitpässen. Wer stellt die aus? Was weiß ich? Ich bin nur Soldat. Hm. Super. Bis dann. Na, großartig. Brand von Stahl. Besorge ihr einen Pass, der bei der... Ach, der die Überquerung des Pontos erlaubt. Na, toll. Alan Ross hat die Schwarzen schon heimgesucht. Ich habe das schlimme Gefühl, dass das nicht so einfach ist, wie es klingt. Kriech wieder unter deinen Stein. Komm. Gibt's hier keinen Befehlshaber oder sowas? Irgendwo. Irgendjemand, der Ahnung hat. Redanien! Aus dem Weg! Ja, Redanien. Schön für Redanien. Kann man hier nicht irgendwo in die Stadt tauchen oder so? Gibt's doch bestimmt auch einen Weg. Wie kommen wir nach Ochsenfurt? Wenn wir nicht den Passierschein haben. Na komm, irgendwo wird doch was sein. Ich mache mich jetzt einfach mal auf die Suche nach dem Passierschein, beziehungsweise nach einem Eingang. Und wir sehen uns gleich wieder. So, alle, die keinen Passierschein haben oder kriegen, so wie ich, können auch einfach über den Fluss schwimmen. Dann kommt man nämlich hier auch irgendwie in die Stadt rein. Aber naja, mal gucken. Schauen, was wir hier so finden. Hexer. Ach, Hexer. Redanien. Wir gucken uns mal um. Hallo. Hallo, mein Freund. Na, wie geht's dir?
Mach so weiter, dann knack ich dir den Schädel. Na, das ist aber nicht nett. Das solltest du besser nicht probieren. Ach ja, wo wir gerade dabei sind, wir wollten ja die Queste wieder. Nee, Handwerk brauchen wir jetzt gerade mal nicht. In den Tag, wo sind die Queste? Familienangelegenheit. Dann suchen wir mal Tamara. Jetzt, wo wir eh schon hier sind, können wir sie auch suchen gehen. Auf geht's. Aber hübsches Städtchen hier, muss man ja mal sagen. Hier gibt's sogar eine Weinschenke. Brauchst du auch Geld, wie? Hier sind nur so viele Soldatis. Was kann ich für dich tun, mein Herr? Hier gibt es alles, vom Apfel bis zum Zander. Weißhaar, hast du meine Waren schon gesehen? Ein Kauf. Na los, nicht lange gefackelt, zugegriffen. Um die Kriegsanstrengungen zu unterstützen. Papier? Kriegsanstrengungen? Ach egal, wir suchen jetzt erstmal den Eingang hier für... Was ist das denn jetzt hier? Ach ja, hier ist ein Schleifstein, umso besser. Sehr gut. So, jetzt gucken wir mal hier rein. Komm hier rein. Hey. Abgeschlossen. Verdammt. Gibt's hier einen anderen Eingang? Ihre und Heimatland. Oh, ja. Hallo. Hi. Schön, euch zu sehen. Ich suche Tamara, die Tochter des blutigen Barons. Dein Bruder hat gesagt, dass sie hier ist. Wojtek schickt dich, Fremder? Woher sollte ich sonst wissen, wo sie ist? Warte kurz. Ich hol sie sofort. Das ging einfacher als gedacht. Oh, hübsches Kätzchen. Ganz ruhig. Du suchst mich? Und wer bist du? Hat mein Vater dich geschickt? Ja. Um zu sehen, ob du noch am Leben bist. Ach ja, ich bin Geralt von Riva. Ich bin ziemlich lebendig und mir geht's bestens, Geralt von Riva. Besser als je zuvor in meinem erbärmlichen Leben. Jetzt hast du mich gesehen, nun leb wohl. Warte. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Das kann ich dir nicht verdenken. Dein Vater ist ein Scheusal. Du bist wütend und verbittert. Das kann ich dir nicht verdenken. Warum hilfst du ihm dann? Warum arbeitest du für ihn? Weil er etwas über jemanden weiß, der mir viel bedeutet. Er hat versprochen, es mir zu sagen, wenn ich dich und deine Mutter finde. Verstehe. Eine Art Erpressung. Sieht ihm ähnlich. Oh ja. Nun, da du mich gefunden hast, kannst du ihm sagen, dass ich lebe. Und dass ich nie zurückkommen werde. Was ist mit deiner Mutter passiert? Wojtek sagt, deine Mutter hätte seltsame Zeichen an den Händen gehabt. Und sie wurde von einem Monster in den Wald verschleppt. Stimmt das? Wir sind in Richtung Fluss geritten. Plötzlich schrie meine Mutter auf, krümmte sich und fiel fast vom Pferd. Ich ritt zu ihr und sah, dass ihre Hände brannten. Und dann sprang eine Kreatur aus dem Wald. Ich wusste nicht, was es war und es brüllte so laut, dass meine Nase blutete. Sie warf Bäume um. Noch nie hatte ich so große Angst. Das Ding schnappte sich meine Mutter und verschwand im Wald. Ich wollte hinterher, aber die Pferde scheuten. Jetzt weiß ich nicht mal, ob sie noch lebt. Okay. Was hast du jetzt vor? Was hast du jetzt vor? Meine Mutter suchen. Du weißt aber, dass das nicht einfach wird. Ich bin nicht so dumm zu glauben, dass ich es alleine schaffen könnte. Ich habe Freunde, mächtige Freunde. Sie werden mir helfen. Wer sind diese Freunde? Wir sind diese Freunde. Es sei denn, das ist geheim. Ist es nicht. Schon mal vom Kult des ewigen Feuers gehört? Durch einen Priester konnte ich Kontakt zu den mutigen redanischen Hexenjägern aufnehmen. Sie werden mir helfen. Deshalb die Kerzen in deinem Zimmer. Du glaubst also an das ewige Feuer? Sobald die Wärme des Feuers dein Herz berührt, verleiht es dir Stärke und führt dich den Rest deines Lebens auf dem Weg der Wahrheit. Ich hoffe, es segnet dich eines Tages mit seiner Wärme. Danke, aber die Sache mit dem Feuer ist nicht so einfach. Man kann sich schnell verbrennen. Oh ja. Was ist mit deinem Vater? Was ist mit deinem Vater? Mit wem? Ach, dem. Ist mir egal. Ich gehe nicht zu ihm zurück. Dieser Teil meines Lebens ist vorbei. Ein Hexer. Sieh an. Hätte nie gedacht, dass der Baron jemals einen Monsterschlechter anheuern würde.
Aber du sollst gut im Aufstöbern von Dingen sein. Wer bist du? Schön, dass du weißt, wer ich bin. Aber du hast dich mir nicht vorgestellt. Graden. Hexenjäger im Dienst seiner königlichen Majestät Radovid von Redanien. Sicher hast du schon von uns gehört. Ja, ich erinnere mich dunkel. Schickt dich der blutige Baron, seine Tochter zu suchen? Du wirst scheitern. Finde dich damit ab. Wie schön, dass du an mich denkst. Aber Tamara kann ihre eigenen Entscheidungen treffen. Wie großzügig. Ein Auftragsmörder, der seine Beute zum Wohle einer anderen aufgibt. Die Jäger und der Kult des ewigen Feuers danken dir. Der Baron hat einen Hexer angeheuert, um seine Tochter zu suchen. Interessant. Der Baron ist verzweifelt. Verzweifelte Väter unternehmen nun mal alles, um ihre Töchter zu finden. Eine unerwartete Aussage von einem Hexer. Ich dachte, deine Mutationen hätten dir die Menschlichkeit und die Emotionen geraubt. Man braucht keine Mutationen, um seine Menschlichkeit zu verlieren. Ich kenne viele Beispiele. Wo bringst du sie denn hin? Wohin bringst du sie? Tamara muss sich ausruhen. Sie hat Schlimmes erlebt. Wenn sie durch die Wärme des ewigen Feuers ihre Stärke zurückerlangt hat, können wir ihre Mutter suchen. Hoffentlich weißt du, was du tust. Ich war mir noch nie so sicher. Das ewige Feuer ist das Beste, was mir passieren konnte. Wenn das so ist, viel Glück. Vielen Dank, dass du meine Wahl akzeptiert hast. Mach's gut. Kann ich dem Monster nicht den Kopf einschlagen? Das ist irgendwie doof. Das ist doch doof. Na gut. Dann nehmen wir wenigstens alles mit, was hier noch zu finden ist. Mysteriöser Brief. Na, den mysteriösen Brief gucken wir uns am besten gleich mal an. Tabakspfeife. Was die alle an Tabakspfeifen haben, ich verstehe es nicht. Länder des Nordens. Wählen. Schön. Heimwerker-Enzyklopädie. Auch nett. Jetzt gucken wir uns natürlich oben nochmal um. Oh, was haben wir denn hier? Ein Pflänzchen. Harnfaser. Okay, was haben wir hier? Harnfaser. Die sind aber nicht so kreativ. Wasserflasche. Nicht so richtig viel. Rot, Tabakpfeife. Ja, gut. Schöpfkelle. Das ewige Feuer kann mich mal. Schöpfkelle. Was wollte ich mit den scheiß Schöpfkellen? Hey. Danke. Heimwerker, Enzyklopädie. Was haben die alle? Leinen viel besser. Schwert des. Einen Kelch. Der Obst können wir gebrauchen. Hey, ich will doch hier ein bisschen durchsuchen. Meine Güte, ist das denn so schwer? Naja, vielleicht verdienen wir dadurch ein bisschen Geld. Wasserflasche. Okay. Jetzt habe ich auf jeden Fall die komplette Galerie aller Herzogtümer und so. Ne? Na, was ist da noch drin? Hey, will da ran. Ist das so? Na gut, dann eben nicht. Gut, so. Und tschüss. Wir verabschieden uns mal und nehmen jetzt erstmal Kurs Richtung Westen. Wobei mich doch der Teil mit dem Monster irgendwie reizt. Ich weiß nicht wieso. Inventar. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn da? Oh, eine Rüstung. Sehr gut. Kleine Art Rüf. Oh nein, wir wollen nicht. Erstmal eine neue Wappen hier. Das ist ja Schrott. Das ist auch Schrott. Das ist auch nett.
Neue Jägerstiefel. Finde ich gut. Kann ich das irgendwie einbauen? Nicht? Schade. Das ist ja bitter. So, das können wir erstmal alles verticken. Das haben wir hier reingebaut. Kleiner Strieber-Grundstein, okay. Jetzt haben wir hier, ganz viel. Da können wir mit Sicherheit noch einiges verkaufen. Fläschchen, das ist gut. Hupsa. Ich sollte mir überlegen, was ich demnächst daraus mache. Das ist, ich habe irgendwie so viel davon. Eichen. Was ist das denn? Erscheinungsabsurd. Das sollten wir mal herstellen. So, blaues Mutagen haben wir schon hergestellt. Weißer Honig können wir auch mal herstellen. Konstruktoröl, aha. Gegen Konstrukte. Okay. Was auch immer das ist. Verfluchtenöl. Nehmen wir auch. Mikrophagen. Ja, das haben wir. Das reicht wohl nicht. Was ist das denn? Zwei Zaunblüte. Okay. So, jetzt haben wir zumindest schon mal etliches da. Das ist schon mal gut. Der blaue Mutagen, ja, das brauchen wir nicht. Aber das Mutagen habe ich doch schon. Was brauchen wir denn? Gabelschwanz absolut. Okay. Was ist das? Ja, die gehen. Okay, ich merke schon, das ist alles noch nicht ganz ausgegoren. Nichtsdestotrotz sollten wir hier nochmal schnell gucken. Alchemie. Hey. Handwerk? Handwerk. Was können wir denn Schönes hier bauen? Haben wir noch irgendwas Nettes gefunden? Oh, das ist gut. Fährtenleserhose klingt auch gut. In Summe eigentlich besser. Was ist das? Nee, das ist schlechter. Das ist definitiv schlechter. Dorisches Schwert, das ist auch schlechter. Temerischer Dolch, auch schlechter. Jägerstiefel schlechter. Kavallerienstiefel. Das ist eindeutig besser. Das müssen wir von. Da müssen wir mal gleich mal zum Schmied. Und die Fährtenleserhose, ja. Die können wir uns eigentlich. Ja, die gönnen wir uns. Lohnt sich. Also ab zum Schmied. Upsa. Ab zum Schmied. Du wirst ersticken an 3 Pfund. Ach, ich will gar nicht ersticken an 3 Pfund Stahl. Aber egal. Was haben wir denn hier? Benutzen wir das eben. Aktualisieren wir das mal wieder. Ah! So. Da vorne ist ja auch noch so ein. Weißhaar! Hast du meine Waren schon gesehen? Nein, habe ich noch nicht. Auftrag, Bestie im Wald von... Oh, das klingt gut. Monster in Ochsenfurt. Achtung, Trolle. Okay, Trolle sind es nicht gut. Monster im Wald. Schwinder treibt sein Unwesen. Gewinnt, spielt gegen mich. Aha, Alchemie-Taverne. Fallt nicht auf die Phrasen der Prophezeiung rein. Okay, gut. Da sind schon mal einige Aufträge, das ist gut. Die besten Waren diesseits des Ponta. Das klingt gut. Weiß Haar, das klingt gut. Hast du meine gut. Waren schon gesehen? Nein, ich habe deine Waren immer noch nicht gesehen. Wähle ich jetzt aber auch gerade gar nicht. Wieso kann ich jetzt hier nicht rein? Ich will doch zum Schmied. Die besten Waren da, diesseits da des ist die Tür. Du wirst ersticken an 3 Pfund Stahl. Ach, halt die Klappe da. Mit deinen 3 Pfund Stahl machst du mir keine Angst. Aber gut, offensichtlich komme ich hier nicht so ohne weiteres rein. Es regnet sicher nicht mehr lang. Na dann.
Oh, jetzt kann ich hier wieder raus. Das ist ja merkwürdig. Ich weiß auch nicht, wieso. Nichtsdestotrotz mache ich hier jetzt, glaube ich, mal kurz einen Cut und gehe erstmal zu einem Quest.